Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Projekt Einmal Kanzler sein. Mit mir, mit eurem Kanzler des Vertrauens, Mr. Venom 1974. Kinn streicheln, Bier bestellen und die Welt retten. So einfach kann das sein. Das Spiel ist ein, ja, wie soll man sagen, eine Wirtschaftssimulation auf dem Amiga. Ihr kennt das ja vom C64 oder am Amiga, da gibt es ja tausendfach davon. Ich stelle die Zielgeschwindigkeit auf langsam, lasse den Schwierigkeitsgrad auf mittel, also wer das machen will und mir eine Videoantwort schicken will, wie lange er Kanzler ist oder er sie es, dann ist das eure Chance. Zum Ablauf ist relativ einfach, ich spare mir jetzt mal die Hilfefunktion, weil ihr werdet sehen, man kommt relativ einfach rein. Es ist einfach ein Multiple-Choice-Test und je nachdem, wie man sich entscheidet, gehen Werte nach oben oder Werte nach unten. Werdet ihr sehen, ist relativ einfach. Und wir starten einfach mal unsere Kanzlerkarriere. Willkommen im Neuland. Start. Es wird geladen. Es geht los. Das ist so eine Art, ich weiß nicht, ob es eine Handbuchabfrage war oder... Das weiß ich nicht. Also hier muss man einfach dementsprechend ein paar Fragen beantworten. Hier, ne? Einmal das Gebiet. Sie weisen mir, ob Ihr Amt des Kanzlers überhaupt geeignet ist. 2 von 3 Antworten müssen Sie richtig beantworten. In der Kunst habe ich keine Ahnung. Kommen wir mal in Literatur. Wer schrieb das Buch Die Budenbrocks? War doch Thomas Mann, ne? Das wird mich bestimmt mein Deutschlehrer verklagen. Ja, gut. Hat der Deutsch-LKler sich ja doch noch gerettet. Weiter geht's mit... Wer schrieb die Drei-Groschen-Oper? Ja gut, das ist nicht so spannend, wenn's... absurd ist, dann nehmen wir den Brecht. Das hilft immer. So. Bravo, Ihren Eignungstest für das Amt des Kanzlers haben Sie bestanden. Jetzt geht das Spiel los. Sie, der Kanzler, also ich, haben die Wahl gewonnen. Jetzt können Sie die Ärmel hochkrempeln und regieren. Was? Wo wollen Sie beginnen? So, mit der Elefantenrunde, mit der Bildung des neuen Kabinetts, mit dem Wahlabend in der Parteizentrale. Komm, ich will ins Fernsehen. Kennt das ja mal, diese Elefantenrunde, wo sie alle gewonnen haben? Wahlabend. Sie, der Kanzler, sind noch zu Hause und sehen Sie die Hochrechnung an. Die Mehrheit ist gesichert. Sie sind zufrieden. Sie werden zur Elefantenrunde erwartet. Sie schließen noch etwas zu warten, bis die Hochrechnung noch exakt ist. Diese ist die Technik nicht mehr verlassen. Später waren Sie ja... Toll, das sieht gut für mich aus. Darauf einen... natürlich einen kurzen... Mal grundsätzlich trinken. Das ist so, glaube ich, die Schröder-Methode. Sie stoßen kurz mit Ihrer Frau abzuzeichnen, Wahlsieg und fahren dann... Wir warten. Gehen auf Nummer Sicherheit. Okay. Das Volk mag keine Sicherheit. Merkt euch das. Sie sind auf der Fahrt ins Fernsehstudio. Sie sind schon etwas spät dran und bereiten während der Fahrt noch einige Sätze für ihre spätere Runde vor. Sie lassen den Fahrer schneller fahren, damit sie nicht allzu spät kommen. Sie warten schon auf mich. Schließlich bin ich die Hauptperson. Sie versuchen sich auf die restlichen Fahnen zu entspannen. Veranlassen, dass die Gäste ab sofort Freibier auf Kosten der Partei erhalten. Das kommt sicherlich gut. Ein Schminkraum schon die entsprechenden Vorbereitungen treffen muss. Ja, komm. Boah, Ehrlichkeit zahlt sich aus beim deutschen Volk. Merkt ihr euch das mal? Im Schminkraum sind als letzter der Teilnehmer der Elefantenrunde eingetroffen. Da bleibt für das Schminken kaum Zeit. Als strahlender Sieger benutzen sie genügend Ausstrahlung, die von der Maske nicht zu übertreffen wäre. Kurze Abstimmung an den Gangwand ist ihnen wichtiger als die Beseitigung des Mannes. Nein. Einfach ins Studio zu kommen. Letzte Korrekturen. Vorzunehmen. Er möchte meinen wieder einen perfekten Anwalt. Sie bitten die Sendeleitung. Nein, sicherlich nicht. Okay, das war nicht gut. Die Alternativen. Die Sprecherin der alternativen Partei greift in ihrer Stellungnahme stark das Wahlverhalten ihrer Partei an. Sie wirft ihnen Verketzerung der Alternativen und massiven Wahlbetrug vor. Ne, sicher. Sie überlegen in kurzen, sachlichen dem Wähler verständlichen Sätzen die Argumente der Alternativen und nehmen ihren Konzept aus. Sie beglückwünschen die Alternative im Wahlergebnis und schlagen, da das Thema zu weit schweifend ist, der jungen Dame ein gemeinsames... Das ist wahrscheinlich hier das Realistische. Das machen wahrscheinlich alle, aber ich mache das nicht. Die Vorwürfe der Alternativen unmöglich, da sie nicht wissen, dann machen wir doch einfach hier. Wir sind ja Kanzler des Verstehens. Missstimmung. Ihr Koalitionspartner beansprucht den Wahlsieg für sich und gibt in der Runde zu verstehen, dass die von Ihnen geplante Sozialreform in dieser Form von ihm nicht mitgetragen wird. Ach, habe ich eine Regierung mit der FDP oder was? Das fängt ja gut an. Sie erläutern anhand des detaillierten Ergebnisses, dass schließlich Ihre Partei mit den Wahlen am besten abgeschnitten hat. Mit einer ironischen Bemerkung, das hilft bestimmt.
Zum Start der Koalitionsverhandlungen sind wir doch erst morgen früh verabredet. Okay, dann bleibt echt nur eins. Oder auch nicht. Regierungsprogramm. Zusammen mit Ihren Beratern diskutieren Sie, in welcher Form Sie Ihre Regierungserklärung diesmal vortragen wollen und welcher Ghostwriter mit der Ausarbeitung der Rede beauftragt werden soll. Wie, wir haben einen Ghostwriter? Der kann nicht schreiben. Ey, ich bin Kanzler! Warum? Steht im Vordergrund, dann haben wir die Regel von selbst schreiben. Ihr kümmert, wer werdet schließlich bezahlen. Ich fahre ein paar Tage allein weg und feiere richtig. Richtig! Ich sag doch, das ist wahrscheinlich wirklich die Gerd Schröder-Lösung. Wollen wir Großes bewegen, deshalb sollten wir auch eine Rede einen bestmöglichen Ghostwriter. Ja, gut, komm. Das machen die wirklich? In letzter Minute. Nach den Abstimmungen mit den Koalitionspartnern meldet sich der Koalitionspartner mit der Aussage, dass sein Vorstand nicht bereit ist, die neue Sozialpolitik in der beschlossenen Form mitzutragen. Zum Ende der Passagen bin ich nicht bereit, aber wir können diese Passagen einmal weglassen. So, dann sollten wir gemeinsam noch einmal versuchen, das auszuformen, dass sie zwar erhalten bleibt, aber die Formulierung zum Vorstand getragen werden kann. Vorliegende Formulierungszungen drücken dies als Parteichef auch in ihrem reinigen Vorstand durch. Wir bleiben erstmal auf dem netten Weg. Oh, das war super. Also keine der Verse darf auf Null gehen, weil dann hat man verloren. Die Rede. Mit viel Engagement und optimaler Betonung tragen Sie die Regierungserklärung vor, dem vollbesetzten Plenum vor. Bei Ihren neuen Verkehrspolitik kommt es zu einigen Zwischenrufen. Schnauze! Sie gehen kurz auf die Zwischenrufe ein, verweisen auf die späte Aussprache und setzen Ihre Rede bravourös fort. Jede Art von Zwischenrufen. Richtig scheiß was auf Demokratie. Halt die Klappe, ich bin Kanzler. Sie gehen auf die Zwischenrufe ein und machen Ihnen Ihre Position eindeutig klar. Nach der Unterbrechung fahren Sie mit Ihrer Rede fort. Nö, komm, ich will mal ein bisschen Stärke zeigen. Ach, das darf man nicht. Wollt ihr einen schwachen Kanzler, oder was? Positives Presseecho. Ihre Regierungserklärung wird in der Presse durchweg positiv wiedergegeben. Einige Kommentatoren gratulieren Ihnen sogar zu diesem mutigen Schritt der Sozialpolitik. Der Start war prima, doch so langsam schleicht sich eine Angst, die angekündigten Vorhaben in 4 Jahren nicht... Wir haben keine Angst, wir sind Kanzler. Lassen die Presseausschnitte zusammenstellen, Exemplar zusammenstellen. Genau, ich möchte erstmal hier auftragen, Ihr Büro alle Ausschnitte zusammenstellen, damit Ihr Urlaub eine stets motivierte Lektüre zu... Sicherlich. Richtig. Wahl. Sie haben den Anfang der Kanzlerschaft gut gemeistert, aber jetzt geht es erst richtig los. Wählen Sie bitte aus, wo Ihr Regierungsschwerpunkt liegen soll. Ich will gar nichts mehr. Reichen Ausland, Gesundheit und Familie. Beliebtheit, Koalition und Partei. Ja. Aus Sicht Parteien wahrscheinlich das. Gar nichts ist wahrscheinlich der totale Reinfall. Ich bin der Kanzler des Volkes. Okay. Bis demnächst. Detail. Die Wahl war zu global. Sie müssen schon detailliert den ersten Schwerpunkt Ihrer Regierungsarbeit festlegen. Okay. Durch die Strapazen des Wahlkampfes ist meine Gesundheit lediert. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Sie. Jetzt kümmere ich mich um mein Verhalten zum Ausland und den Bündnispartnern. Meine Familie ist durch die Wahlzeit zu kurz gekommen. Ich sollte deshalb erst zum... Ja, gut, wenn ich mich um die beiden Punkte kümmere, kümmere ich mich nie um den Job. Bleiben wir erstmal beim Job. Es beginnt. Sie haben gewählt. Auf geht's. Jetzt können Sie Ihr Können beweisen. Haben Sie das richtige Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen, um als Kanzler zu bestehen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde ausprobieren... Man kann nur dazulernen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ärmel hoch und Start. Ich bin der Größte, das packe ich mit Leichtigkeit. Genau. Gib mir eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ich sag doch, das ist echt... Spielen Sie Gerd Schröder nach. Tut sie nichts? Rundreise. Um Ihre große Reform in der Sozialgesetzgebung mit den Verbündeten abzustimmen, machen Sie eine Rundreise. Erstes Ziel sind die USA. Dort sind viele Termine geplant. Ihre gesundheitlichen Probleme machen sich bemerkbar. Sie besprechen mit dem Protokollbeamten das Programm zu straffen, einige Termine zu streichen. Ja, 2000 Kaffee und einen Cognac dazwischen. Bin ich wieder oben auf? Nein, ich bin nicht Lindsay Lohan als Kanzler. Sie begeben sich in ärztliche Untersuchungen, versuchen das von der Presse geheim zu halten. Nein, das klappt sowieso nicht. Also nehmen wir den ersten. Man kann nichts von der Presse geheim halten. Pressekonferenz. Nach dem Gespräch mit dem Präsidenten der USA, Barack O., geben Sie eine gemeinsame Pressekonferenz. Dieser kritisiert Ihre neue Arbeits- und Sozialpolitik, der zur Destabilisierung der deutschen Währung beitrage. Ja, haben wir ja sowieso nicht mehr. Ist ja Euro.
Sie dokumentieren von der Presse die Meinungsverschiedenen, die sehr uninteressant seien. Das ist irgendwie eine interne Sache, das ist uninteressant. Sie gehen offen auf den Vorwurf an, Erläuterungen und Arbeitsgruppen auszuräumen. Meinungsaustausch, vertrauliche Atmosphäre. Ja, das ist, glaube ich, die Merkel-Antwort. Wir machen aber zwei. Besuch in England. Grüße die Krone. Bei der Landung erfahren Sie, dass die Königin Sie aufgrund gesundheitlicher Unpässlichkeit nicht empfangen kann. Anlässlich dieses Empfangs, der auch groß in der Presse propagiert würde, haben Sie Ihre Frau mitgenommen. Ja, dann schicken wir sie doch shoppen oder was. Sie informieren die Presse, dass der Empfang nicht stattfindet, dann die Königin aus Gesundheit. Ja, gut, das können Sie selber machen. Setzen Sie sich mit dem Büro der Königin in Verbindung und laden die Königin zum Termin, soll später abgestimmt werden. Dies teilen Sie der Presse mit. Sie pfeifen auf das Protokoll. Genau. Hör mal, Lisbeth, komm her. Nein, wir treffen Sie in Deutschland. Sie müssen jetzt, bevor Sie weiterspielen, ein Sonderspiel absolvieren. Machen wir. Knall! In einer Karikaturzeitschrift erscheint ein Interview über Ihre Meinung zur Weltlage und zu den Verbündeten. Dies ist ein erfundenes Interview, klingt jedoch wahr. Ein Nachbarland befragt Sie zu einer Äußerung. Gegenüber der Zeitschrift überhaupt nicht, nur gegen den Verbündeten, den machen Sie deutlich, dass Sie sich an einer Karikatur an. Sofort die restlichen, genau, die rechtlichen Möglichkeiten wegklagen! Klasse! Hier! Haben wir mal das gesagt, was ich auch denke. Auch hier wieder die Gerd Schröder, sondern das kann ja nur eins sein, ne? Ja. Alles andere wäre ja Schwachsinn. Wellen. Immer mehr Verbündete fragen, ob diese Aussagen von ihren getätigt wurden, beziehungsweise was mit diesem Interview auf sich hat. Da immer nur Teile daraus zitiert werden, wie in echt eben, entsteht leicht ein falscher Eindruck. In der nächsten Ausgabe eine Berichtigung. Das ist ja Karikatur, das ist ja Quatsch. Wenn Verbündete sich in Karikaturen keine Aufregung nötig ist... Darstellung ist doch lustig. Nein, das geht nicht. Ich muss jetzt mal irgendwas klarstellen. Jetzt werde ich den Punkt nie los. Beruhigung. Obwohl sie ihre ausländischen Verbündeten beruhigen konnten, gibt es immer wieder Stellen, die diese doch sehr frechen Äußerungen zitieren. Bei einer Pressekonferenz haben sie Gelegenheit, hierauf einzugehen. Ich finde Karikaturen ganz nett und sicher sind sie auch sinnvoll, aber gerade bei... Infame Verleugnung! Ich verbitte mir das aufs Schärfste! Das ist ja... Bah! Mit Sicherheit. Nur wer berühmt ist, wird auch karikiert. Sie fordern den jungen, prägnanten, von der Öffentlichkeit beachteten Veröffentlichungen öfter zu bringen. Nein, natürlich nicht. Das ist ja Unsinn. Schön. Schön. Wisst ihr, dann ist das eine gute Gelegenheit, hier mal Folge 1 zu beenden. Ich weiß nicht, wie lang das wird. Also ich guck mal, wie weit man hier mit den Punkten kommt. Ich kann euch auf jeden Fall mal zeigen, wie schnell man eigentlich hier drauf gehen kann, aber das war jetzt erstmal Folge 1. Also ich weiß nicht, wie lange dieses Kurz-LP wird. Das wird auch nicht wahnsinnig lang, das glaube ich nicht. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie eine 30-Minuten-Folge machen, mache ich mal hier einen Cut und dann sehen wir uns in Folge 2 wieder bei Einmal Kanzler sein. Ich kann Kanzler, auch als Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Bis dann. Tschüss.